But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the ropes. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together. Jo, herzlich willkommen, neue Woche. Wir haben jetzt den. Wen haben wir denn? 10. Heute ist Montag auf jeden Fall. Moment. Leute. 11. Wir haben den 11. Januar. Mann, wie die Zeit rennt. Neue Woche, neues Glück. Wir holen erstmal ein bisschen Rindergülle für unsere Biogasanlage. Die hat ja auch immer wieder Durst. Ist auf jeden Fall. Also Rinder, warum eigentlich Rindergülle? Zum einen ist da ja noch eine jede Menge Energie drin von den unverdauten Resten der Rinder. Zum anderen dient das ja Ganze als Flüssigkeit in der Anlage, damit man rührfähig bleibt, weil Wasser hat nicht dieselbe Wirkung, Leute. Wasser führt zum Entmischen. Ich kann da irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, mache ich euch mal einen kleinen Test und zeige euch das mal. Ziemlich simpel gemacht. Nimmt ein bisschen Substrat, rührt das einmal mit Rindergülle auf, sofern ihr Rindergülle zufällig habt. Und zum anderen nimmt einmal Wasser und dann werdet ihr sehen, kurz nachdem die Flüssigkeit anhält, sich zu bewegen, entmischt sich das Ganze wieder. Und so ist es auch in der Biogasanlage. Wir pumpen jetzt erstmal, wir gehen erstmal raus, pumpen. Heute ist ein bisschen windig, ich habe auf jeden Fall Puschel dran. Ich hoffe, der Sound ist gut, werden wir aber auch gleich sehen. Was mir jetzt auf jeden Fall wieder einfällt, ich habe meinen Deckel noch an unserer Anlage zu liegen. Oh, und ich habe den Arm nicht eingerastet. Oh, Hannes. Hannes. Wo stelle ich euch denn hin? Hier oben rauf, wa? So, das dürfte passen. Klemmen wir das Ganze mal an. Wir holen ja hier aus dem Vorbehälter von der Anlage. Und zwar ist es ja so, oh, ich glaube, ich bin ganz Stückchen. Oh nein! Bester Vorführeffekt, Leute. Bester Vorführeffekt. Ich stelle euch mal hier hin. So, dann schließen wir das Ganze mal an. Und zwar, wir haben ja sonst immer aus dem Vorbehälter oder beziehungsweise aus dem großen Behälter. Oh, bei den Stellen geholt. Alter, ist der Schlauch schon steif. Oh, und voll ist der auch noch. Also der vor mir da war, der hat den voll gelassen. Oh, ja. Hannes und die Schläuche. Oh, ist der schwer. Oh. Wir heben den mal ein bisschen an, damit er leer läuft. So, jetzt kriegen wir ihn noch, oder? Oh, komplett einmal die Hose eingesaut. Oh, der läuft, der Tag, der läuft. Hat keiner gesehen, oder? Oh Mann, Hannes, ey. Naja, ist ja alles auf Platte. Läuft ja wieder in die Anlage rein. So, wir machen mal den Hahn jetzt hier auf. Was ich euch sagen wollte, wir pumpen hier aus dem Behälter, da ist reine Rindergülle drin. Das Ganze wird hier unter die Platte aus den Stellen bzw. aus dem großen Behälter rausgezogen. Da ist nochmal ein 1.500 Kubikbehälter für Rindergülle. Und der Vorteil ist, wenn der Behälter hier leer ist oder ziemlich leer ist, dann wird er mit einmal voll gefüllt und parallel dazu wird im Behälter gerührt und in diesem Behälter wird auch ständig gerührt. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Pumpe umzustellen, Leute. So, saugen. Und in diesem Behälter wird, ich glaube, alle halbe Stunde oder so gerührt. Das heißt, wir haben immer schön aufgerührte Rindergülle. Das kann da drüben mal nicht so sein.
wenn man am Hauptbehälter zieht, weil der wird nur einmal am Tag gerührt. Also haben wir schon gewisse Vorteile, wenn wir schön homogene Rindergül holen, weil sonst könnten wir es auch mal zu flüssig oder zu dick haben. Von daher immer schön gleichmäßig. Puh. Mann, Hannes. So, by the way. Wisst ihr eigentlich, wie so ein Fass funktioniert? Das ist mega simpel, so ein Vakuumfass. Und zwar haben wir hier vorne eine Kompressorpumpe. Und im Prinzip ist das Fass geschlossen. Und entweder ziehen wir Luft raus, dann erzeugen wir im Fass ein Vakuum. Flüssigkeit muss nachströmen. Oder wir drücken Luft rein und dadurch drücken wir die Flüssigkeit raus. Welche Vorteile hat das? Wir haben kein Element von der Pumpe, was mit der Gülle in Kontakt kommt, weil da haben wir auch Steine drin, Sand drin, die sozusagen zum Verschleiß führen. Also das ist eine super Sache, so eine Vakuumpumpe, hat aber auch Nachteile. Die Flüssigkeit dehnt sich sehr, sehr stark aus. Also da haben wir Nachteile, also auch bei Schaum oder sowas. Denn wir haben zwar hier ein 25,5 Kubik Fass, das heißt aber nicht, dass man uns immer voll hat, Leute. Also im Prinzip, wenn wir bis zum Rand ausfüllen und dann erlischt das Vakuum, haben wir so ungefähr 23 Kubik drin. Man könnte natürlich dann auch über Beschleuniger drücken und. Aber die 23 Kubik sind auch genau so ausreichend, dass wir auf der Waage 40 glatt, 40,1, 39,9 so um den Dreh haben. Also das ist ziemlich passend. Genau. Das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. Also es ist ein ziemlich simples Prinzip. Und im Prinzip da unten an diesen Hebel, den wir eben umgestellt haben, stellen wir eigentlich bloß um, ob die Pumpe ins Fass reindrückt oder rauszieht. Sehr geile Sache, sehr geile Sache. Aber fahrerisch für jemanden, der neu ist, hier drauf anzulernen, ist es ein bisschen schwieriger als bei Drehkolbenpumpe, weil es ist einfacher zu verstehen, wenn man eine Pumpe anhat, dass sie saugt und wenn sie aus ist, dass sie nicht saugt. Hier ist es ja anders. Hier mache ich die Pumpe aus, aber es besteht ja noch ein Vakuum im Fass und dadurch pumpt das permanent immer weiter ins Fass rein oder drückt immer weiter aus dem Fass raus. Das ist anfangs für einige schwierig, damit klarzukommen und sich dran zu gewöhnen. Also für die Fahrer ist es ein bisschen simpler. Da seht ihr, jetzt kommt der Flüssigkeitsstand. Ja, das wollte ich erzählen. Was ist noch los? Und zwar, wie sehen die Haare aus? Geht so. Und zwar, gestern ist ein neues Video rausgekommen. Und zwar, wir haben über die Grundlagen der Nährstoffentzüge gequatscht. Und ich bin mit dem Video eigentlich ziemlich zufrieden, aber der Ton, Alter, Leute. Wir haben ja das Ganze gestern auch auf dem Sonntag gedreht. Also wir haben es auf dem Sonntag gedreht, ich habe es ganz schnell geschnitten und wir haben es dann rausgebracht. Das Problem ist, wir wollten es eigentlich schon den ganzen Tag vorher machen, wir haben es aber nicht geschafft. A, war saumäßiger Regen oder ähnliches oder es war schon dunkel und wir müssen das ja immer machen, wenn wir Anton nicht haben. Das heißt, da hat er gerade Mittagsschlaf bei Omi gemacht. So. Und dann haben wir einen Soundcheck gemacht, ich habe ein bisschen was eingesprochen, ja, gar keine Windgeräusche drauf, hatte das Mikro hier so ein bisschen in der Jacke versteckt. Ja, und am Ende im Video permanent Windgeräusche. Ich bin zu Hause beim Schneiden, guck's mir an und denk so, oh nein, kann nicht wahr sein. Wir hatten aber keine Zeit mehr, das Ganze nochmal zu drehen und ich war beim Erklären so in so einem Flow drin, also ich fand das schon ziemlich passend erklärt und meistens ist es so, wenn man es nochmal machen muss, dass man es nicht mehr so gut hinbekommt. Und daher haben wir es dann bei den Windberäuschen gelassen. Ich habe da noch ein bisschen Filter rüber gepackt, aber mit den Filtern hat sich das dann noch schlimmer angehört. Im Prinzip war das dann noch anstrengender zuzuhören. Also das mit den Windgeräuschen ein bisschen nervig. Ich hatte nämlich auch den Puschel hier vergessen. Ich habe den jetzt permanent festgemacht. Ich hoffe, der Ton ist jetzt auch besser, weil ich habe ja schon ein relativ teures Ansteckmikrofon. Aber den Puschel hatte ich vergessen, beziehungsweise ich habe den jetzt mit einem Gummi befestigt, weil vorher ist der immer abgefallen und war halt im Prinzip nicht alltagstauglich, weil du nimmst gerade was auf, fällt dir dein Puschel wieder runter und, Leute. Naja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, dass es mir für die Windgeräusche wirklich leid tut. Aber von der ganzen Umsetzung, ja, im Prinzip muss ich ja auch noch lernen und üben, wie man etwas geiler gestaltet, geiler filmt und so. Wir sind ja nicht, wir machen das ja nicht beruflich, sondern ich bin ja hauptberuflich immer noch Landwirt. Und das muss ich ja irgendwo am besten können. Und deswegen, ja, wie gesagt, aber ich hoffe ja auch in Zukunft ist ja irgendwann so eine Entwicklung zu sehen, dass man etwas besser filmt und noch besser erklärt und noch besser interagiert. Weil da gibt es ja so viele Themen, gerade in der Landwirtschaft, worüber wir sprechen können. Das ist ja schier unendlich, diese Themengebiete. Und selbst jedes Themengebiet an sich ist sehr breit gefächert und sehr groß. So, ich muss gleich wieder rausgehen.
Wir saugen übrigens mit einem halben Bar Unterdruck. Genau. So, jetzt mache ich die Zapfwelle aus. Aber wichtig zu verstehen, wir pumpen hier nach wie vor weiter. Denn es ist nach wie vor Vakuum im Fass. Bis irgendwann das Vakuum erlischt, weil die komplette Flüssigkeit sozusagen drin ist. Und dann saugen wir gar nicht mehr und können auch gar nicht mehr saugen, weil das Fass dann wirklich voll ist. So, wir müssen beeilen. So, geht das so? Also hier mache ich den auf den Spalt auf. Und dann stelle ich den hier hinten um, sodass wir Luft reinziehen in den Schlauch. Und ich glaube, ich bin schon zu spät. Ja, ich bin schon zu spät. Vakuum ist schon raus. War ich nicht schnell genug, Leute? Wir haben ein bisschen zu viel erzählt. Aber ist ja hier bei dem Schlauch nicht weiter schlimm. Dann mache ich hier an der Seite den kleinen Hahn auf. Dann läuft die ganze Gülle zurück. Dann hebe ich da noch ein bisschen an, damit der nächste nicht die ganzen Probleme hat, die ich hier habe. Und dann geht das eigentlich. Wir können noch diesen ultra super heilen Eimer unterstellen. Oh, aber irgendwann muss hier mal ein leichterer Schlauch kommen. Oder beziehungsweise leichter nicht, sondern einer, der wieder ein bisschen weicher ist. Das ist schon sehr, sehr anstrengend. Dass der so starr ist. So, klappen wir das Ganze hier beiseite. Und nachher darf ich nicht vergessen, meinen Deckel von der Anlage zu holen. Mein Blinddeckel, damit das auch alles schön zu ist und nicht nachtopfen kann. So, dann nehme ich euch mal wieder mit. Wir können parallel hier schon die Pumpe umstellen, können wir aber auch machen, wenn wir auf der anderen Anlage, auf unserer Anlage angekommen sind. So. Gas hätten wir auch noch wegnehmen können. Was ich auf jeden Fall zeigen will, ihr seht ja da oben jetzt, wie voll das Ganze ist. Wenn wir jetzt das Vakuum rauslassen, seht ihr, ist nicht mehr ganz so voll. Wir haben jetzt auch ziemlich langsam gesaugt. Das Ding ist, je schneller man saugt, desto schlimmer ist dieser Effekt. Genau, wir fahren erstmal los, Leute. Bis gleich. So, da sind wir angekommen. Und jetzt im Prinzip das Ganze einmal rückwärts. Eigentlich ziemlich simpel. Was mich so ein bisschen schon seit Ewigkeiten nervt, Leute. Was heißt seit Ewigkeiten? Was halt seit Ewigkeiten falsch war, die Bohrung für die Behälter wurden falsch schon gemacht. Das heißt, das da sollte eigentlich innen von der Anlage kommen. Das heißt, wir müssen hier mal außerhalb vom Zaun stehen und das reinpumpen. Das ist ein kleiner Nachteil. Genau, ich schließe erstmal fix den Schlauch an. Ja, mit unseren Schläuchen geht es dann doch bedeutend besser. Die sind schön weich noch. Übrigens, ein weiterer Vorteil von einem Vakuumfass, man hat die Schläuche immer schön leer, auch beim Drücken. Das heißt, am Ende drücken wir Luft durch den ganzen Schlauch, wenn das Fass leer ist. Und dadurch hat man, ja, keine Tropfen. Wo ist denn mein Schlüssel? Beziehungsweise keinen vollen Schlauch. Wenn wir zum Beispiel mit unseren Drehkolbenpumpen fahren, dann haben wir am Ende den Schlauch immer leer und dann müssen wir es hier in der Grube reinlaufen lassen. Das ist immer keine so schöne Sache, ist immer ein bisschen Motterei. Dann müssen wir natürlich auch den Schieber aufschließen. Das ist bei uns alles abgeschlossen, man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Ja, jetzt gehen wir im Prinzip rein, machen die Zapfwelle wieder an für die Pumpe. Geben ein ganz bisschen Gas, viel brauchen wir gar nicht beim Drücken. Es baut sich der Druck auf. Und dann fängt schon an, der Füllstand zu sinken. Das geht ziemlich fix. Ja, und im Prinzip reicht fast Standgas aus. Das fahren wir jetzt 1100 Umdrehungen. Wie viele Zapfwellenumdrehungen haben wir? 550. Genau. 1000 Zapfwelle drin, also wir haben 550 Umdrehungen. Und geht halt ziemlich schnell leer. Ich gehe meistens eigentlich in der Zwischenzeit einmal fix gucken. Gucke mal die Füllstände nochmal nach in die Behälter. Ich habe
zwar jemanden, der ist auch seit dieser Woche wieder da. Letzte Woche habe ich ja komplett alles gemacht. Und ja, aber er ist ja, sag ich mal, jetzt 3 Monate da. Und ich gucke auch sozusagen jeden Tag nochmal die Anlage durch und sage ihm so, was mir aufgefallen ist. Tausche sozusagen ein bisschen meine Erfahrung aus. Weil, ich sag mal, so eine Anlage zu betreiben, da gehört schon ein bisschen jede Menge Erfahrung zu. Das heißt, ich gucke inzwischen anders in so ein Bullauge rein, sehe, wie verhält sich die Flüssigkeit, wie steigen die Gasblasen aus, wie sieht die ganze Masse aus, ist es schön homogen. Weil das Wichtigste ist, hauptsächlich, da ist ja eine Flüssigkeit in den Behältern drin. Ne? Also wenn man das so sieht, das sind ja Betonbehälter und da ist eine Flüssigkeit drin. Beziehungsweise man fängt ja an, die Urbiogas wurde einmal mit Rindergülle gefüllt. So, dadurch, dass das Ganze dann in Wärme kommt, also dann kommen ja 40 Grad da rein, oder beziehungsweise der Behälter ist ja auf 42 Grad oder drüber, fangen dann an, die Methanbakterien alles umzusetzen, was sie in der Flüssigkeit finden. Und warum Rindergülle? Weil im Prinzip im Rinderpansen dieselben oder ähnliche Bakterienstämme sind. Und so fängt das Ganze an. Das heißt aber, wir konnten unsere Anlage schon mit Gärrest vollfahren. Also als wir sie gebaut haben, haben wir die Anlage hier mit Gärrest vollgefahren, weil da sind natürlich auch noch die Bakterien drin. Und dann fingen wir sozusagen an zu füttern und dann vermehren sich hier die Bakterien. Und im Prinzip wird das Futter immer ins Substrat mit eingerührt. Also da geht ja diese Schnecke runter. Und im Behälter sind 2 Rührwerke und dann dreht sich das Ganze sozusagen und die Rührwerke könnt ihr euch vorstellen wie so Schiffspropeller und die ziehen sozusagen das Futter, was so an der Oberfläche schwimmt, ziehen sie runter und rühren das dann ein, sodass man irgendwann eine sehr homogene Flüssigkeit hat. Und dafür ist zum Beispiel auch die Rindergülle, die sorgt immer wieder für die Flüssigkeit nach, beziehungsweise immer wieder flüssig bleibt. Und dann wird die Anlage von alleine wieder flüssiger, weil die Feststoffe werden ja zersetzt. Also im Prinzip werden die Pflanzenteile ja abgebaut. Aber der Clou daran ist ja, im Prinzip wird nur Kohlenstoff und Wasserstoff aus dem Gesamten entzogen. Und alle Nährstoffe bleiben im Prinzip ja enthalten, weil die gehen ja nirgendwo hin. Also es sind ja die Nährstoffe, die vorher die Pflanze aufgenommen hat. Die gehen dann hier einmal komplett durch und werden hinterher wieder auf die Fläche raufgefahren. Damit haben wir fast komplett einen geschlossenen Nährstoffkreislauf. Nur die Gesetzgebung hindert uns ein bisschen daran. Teilweise mit Sinn, teilweise auch mit Unsinn. Also das heißt, wir können hinterher nicht so viel Nährstoffe wieder rauffahren, wie wir weggefahren haben, weil Stickstoff der limitierende Faktor bei der ganzen Sache ist. Genau, und dann so kann man sagen, die ersten beiden Behälter sind sozusagen immer mit Flüssigkeit voll. Hier wird das Futter eingerührt, dann wird es jeden Tag sozusagen übergepumpt in den zweiten Behälter, da wird es auch nochmal verdaut. Also hier ist es 130 Tage drin, hinten 130 Tage drin. Und hinten im Gärrestlager, das ist ja das, was der Name schon sagt, das ist nur ein Lager. Dennoch kommt da ab und zu ein bisschen Gas raus. Man merkt es vor allen Dingen, wenn das Lager voll ist, dann ist das schon ein bisschen was da rauskommt. Aber ansonsten dient es halt nur als Gärrestlager. Genau. Es wird halt immer Substrat übergepumpt, denn dadurch kann es auch sein, dass man ein bisschen frisches Futter sozusagen in den nächsten Behälter schiebt und dann wieder ins Gärrestlager. Aber dieser Anteil ist sehr, sehr gering. So funktioniert im Prinzip im Groben und Ganzen eine Biogasanlage. Da wird es natürlich nochmal ein Video geben, wo ich das ein bisschen detaillierter erkläre. Aber so könnt ihr euch das erstmal vorstellen, wie das Ganze so im Groben funktioniert. Und deswegen ist die Flüssigkeit immer sehr wichtig. Das heißt, wenn wir irgendwann so dick werden, dass die Rührwerke im Prinzip nur noch um sich rumrühren, aber es nicht mehr schaffen, den Behälter komplett zu rühren, dann wird das Ganze problematisch, weil dann beginnen sich die einzelnen Schichten zu entmischen. Also wir haben unten dann Flüssigkeit und oben werden wir wieder dicker. Und dann kann man auch Schwimmschichten bekommen. Das heißt, im Prinzip schwimmt alles am Ende oben auf und die Rührwerke kommen nicht mehr gegen an und bekommst nicht mehr in die Flüssigkeit. Was so ein bisschen worst case, weil da muss man aufhören zu füttern, ein bisschen warten, bis die Bakterien wieder ein bisschen Arbeit machen dabei, ein bisschen einrühren. Also 2-3 Tage kann man dann meistens nicht mehr füttern, bevor alles wieder homogen ist. Deswegen ist Flüssigkeit das A und O. Und gerade Rindergülle tut sehr, sehr viel Positives für die Biologie. Also das merkt man schon, diese positiven Auswirkungen. Dass die Anlage, dass die Viskosität, sagt man, die Fließbarkeit der Flüssigkeit ist dann besser. Genau. Erstmal so viel dazu. Wir sind gleich leer. Dann kann ich das Ganze wieder abklemmen. Also im Prinzip wartet man, bis das Fass leer ist. Dann wartet man, bis da schön Luft durch die Schläuche gegangen ist. Und dann ist alles wunderbar leer. Man kann es abklemmen ohne Probleme. Easy und super Sache. Genau, das werde ich mal gleich machen. Und dann gucken wir mal, ob wir heute noch was finden. Oder nicht, weil ich habe ab 14:30 Anton-Dienst. Lisi hat noch ein bisschen im Büro zu tun. Ansonsten, was machen wir die Tage noch? Wir müssen noch den Mist rüberholen vom Stall.
Und schreddern müssen wir auch wieder. Also das, denke ich mal, sind da noch 2 Wochen ungefähr, die da liegen. Und ich habe es ja, wenn es im Prinzip geschreddert ist und eigentlich noch 1 Monat liegt, aber müssen wir gucken, wie wir den Übergang gestalten können. Wird schon klappen. Ja, so viel erstmal dazu. Dann bis später. Übrigens, was ich gerade noch gemacht habe, ich habe mich hier an der Schräge hingestellt von der Siloplatte und habe das Fass und die Hähne aufgemacht, komplett leer laufen lassen, weil es soll ja nun Frost geben, dass da nichts mehr ist zum Frieren. Ist auch übrigens auch ein Vorteil vom Vakuumfass. Hier gibt es keine Pumpenelemente, die anfrieren können. Im Prinzip können hier nur Schieber anfrieren, aber ist trotzdem nicht so geil. Gut, bis dann. Da sind wir wieder. Oh Mann, Leute, ich erzähle hier die ganze Zeit schon und im Prinzip hört ihr es nicht, weil die Aufnahme war auf Foto. Also wir sind wieder da, fängt hier an zu schneien, jetzt kommt gerade Regen zu, irgendwann übelst die dicken Flocken. Ich werde gleich noch in den Stream, also heute ist der Stream mit dabei beim Güllauf holen, ihr nicht. Und was wollte ich ansprechen? Genau, Montagabend konnte man ja sozusagen bei der Bauernmilliarde mitmachen, beziehungsweise, ja, das hört sich an wie eine Lotterie, aber es war letztendlich wie eine Lotterie. Also, es wird momentan bezuschusst Gülletechnik, Pflanzenschutztechnik, Düngertechnik, Forsttechnik und Güllebehälter, ne? Das Ganze, was sozusagen das Ganze positiv vorantreibt, das heißt mit Applikationstechnik, GPS-Control, also dass die Teilbreiten automatisch geschalten werden bei Spritzen, also die Spritzen, die Düngetechnik, das muss ein besonderes Maß erfüllen. Auch die Gülletechnik muss als emissionsarm gekennzeichnet sein. Das heißt, mindestens Schleppschuh. Genau, aber es war letztendlich innerhalb von 1 Stunde war der Fördertopf fürs erste halbe Jahr vergriffen. Also die 1 Milliarde wird auf 4 Jahre aufgeteilt und dann das Ganze nochmal halbiert. Das heißt, ein halbes Jahr steht dann immer sozusagen zur Verfügung. Ein bisschen abgrüßen. Hanni ist da. Jo. Und letztendlich bin ich kein Befürworter von dem Ganzen. Also ein positiver Punkt ist natürlich, dass Betriebe auch da reinkommen, die sich das bis jetzt nicht leisten konnten, dass sie halt einen technischen Fortschritt genießen. Das ist eine ganz coole Sache. Aber man muss ja auch sagen, wer bekommt das alles? Bekommen alle Betriebe, auch 5000 Hektar Betriebe, die vielleicht auch schon alles modern haben und jetzt einfach nur die Maschinen durchtauschen, dann ist, also die Verteilung ist ja nicht gewährleistet, wer es wirklich bedarf und wer nicht. Also wenn einer Glück hat, der tauscht vielleicht ein Fass, was 4 Jahre alt ist und jemand, der ein 15 Jahre altes Güllefass hat, der kommt da nicht rein in den Topf. Das ist natürlich ein bisschen schade. Zum anderen macht es so ein bisschen den Markt kaputt, weil dadurch steigen natürlich auch die Preise von den Geräten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn jetzt ein Betrieb up-to-date ist und hat immer investiert in neue Technologien und so, der guckt jetzt natürlich in die Röhre, weil der braucht jetzt seine Maschinen nicht tauschen, hat aber letztendlich vorher den kompletten Preis dafür bezahlt. Ja, und im Prinzip verändern wir damit an unseren roten Gebieten auch nichts. Also es wäre ja schon irgendwo sinnvoller gewesen, wenn man zumindest die in den roten Gebieten privilegiert, damit die erstmal vernünftige Technik bekommen. Also im Gesamten, finde ich, ist es ziemlich schlecht geregelt und ziemlich schlecht angebracht. Also, weil das meiste Geld landet auch nicht, besonders das Geld landet ja nicht bei den Landwirten, sondern bei der Industrie. Und auch die Landwirte, die teilweise ja auch finanziell angeschlagen sind und deswegen sich auch nicht diese Technik leisten konnten, die werden jetzt gezwungen, eigentlich irgendwie eine Investition zu tätigen, die sie ja trotzdem wieder abzahlen müssen. Also die Technik kostet ja trotzdem einen Haufen Geld. Auch wenn 40% gefördert werden, sind 60% immer noch zu bezahlen. Und das kostet inzwischen alles einen Haufen Geld. Also von daher muss ich sagen, finde ich, hätte man das deutlich besser lösen können und man hätte das deutlich anders machen können, als einfach nur irgendwie so einen Fördertopf aufschmeißen. Und wie gesagt, also hier werden auch Selbstfahrerspritzen getauscht, die teilweise 3-4 Jahre alt sind. Und wenn die Leute dann in den Fördertopf reinkommen, ist so eine Sache an sich. Genau, denn zum Ende der Woche muss ich mal gucken. Ich wollte ja noch ein Video aufnehmen. Entweder machen wir das Düngevideo weiter am Sonntag oder ich mache neben das Video auf, warum der Krone weggeht. Weiß ich noch nicht ganz. Ich würde mit dem Düngevideo gerne weitermachen. Ich muss aber mal gucken, wie es aussieht mit Schnee und mit Frost. Heute schaffe ich nicht, das Video aufzunehmen. Heute habe ich Anton nach der Arbeit. Morgen habe ich auch Anton. Also wenn wird es Freitag gehen und da könnten wir schon Frost haben. Also ich habe mir auch ein bisschen was überlegt, wie ich das umsetzen möchte. Das soll es erstmal wieder für heute gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, wann.
was wir da machen. Alles klar, bis dann, Leute. Ciao, ciao.